Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, du willst immer auf dieser Karte sehen und da kriegst immer noch nichts angezeigt. Ich frag mich, warum er das nicht versteht. Nein, wir kommen nicht hier hoch. Otchen, komm her. Bitte. Schnell, wir müssen vor den 10 Sekunden da rein. Es. Fick dich, Spiel. Mach ich nicht mit. Zum Glück gibt es die Option Zeit zurück drin. Ich mach das nicht nochmal. Ganz ehrlich. Ich hole jetzt Flügel-Pikmin. So. Flügel-Pikmin können nämlich easy das jetzt transportieren. Warum auch immer ich die nicht angezeigt bekomme. Aber hey, scheiß drauf. So, ja, können wir das bitte skippen? Das haben wir gesehen. Oh, da sind sie schon. Sehr gut. Lol, Black Screen? So, Heiß-Sand-Duell. Heißes Sand-Duell. Stufe 5? Ach du Scheiße. Wie, ernsthaft? Warte, Louis. Lol. Wir sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. No. Nein, aber sieh nur. Aber... warum wurde er gar nicht zum Laubling? Was geht hier nur vor sich? Ich weiß es nicht, doch Louis scheint nicht mit uns zusammenzuarbeiten zu wollen. Der ist am Pennen, Alter. Sieht man doch. Der ist im, wie heißt das? Schlafwandel-Modus. Der ist am Schlafwandeln. Der hat die Augen zu. Louis, hier spricht Olimar. Hörst du mich? Hallo. Louis. Der hört nicht mal richtig zu. Das ist bedauerlich, aber wir müssen diesen Gestrandeten retten, ob Louis uns nun dabei hilft oder nicht. Wir wissen nicht, was er als nächstes vorhat. Seid also vorsichtig. Lol. Ja. Erstmal Pikmin fallen, ja. Boah, Alter, ist er schnell dran. Ja. Leg das Ding weg. Schon mal die Berries weg. Kriegen aber mehr Pikmin, sehr gut. Ja.
Ja, lass dich von ihm fressen. Sehr gut. Ulti. Komm schon. Wieder ist so ein Vieh. Das ist auch sau wertvoll wahrscheinlich, ne? Au! Alter, wie viel... Wie viel Stuff hat er denn bitte? Ich muss die Fiesbombe holen. Schnell, wo ist die? Da hinten. Warum greift er nicht an? Yes. Bam. Sechs. Die sind alle 10. Okay, das ist gar nicht so einfach hier. Schon. Wir haben es verloren? Also irgendwie habe ich, hab ich das nicht verstanden. Was ist denn gerade passiert? Also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn, also ich verstehe nicht, was da gerade passiert ist. Ich habe dem die Fiesbombe reingedrückt, habe die Sachen abtransportiert und habe trotzdem nichts geschafft. Also irgendwas ist da ganz komisch, finde ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so, dass da irgendwas komisch ist. Der hat mehr Pikmin als wir! Der hat 15 Pikmins! Ja, kein Wunder, mit Cheats kann ich auch gewinnen. Mit Cheats kann ich auch gewinnen. Oh, wir haben den Blitz bekommen. Alles klar. Bonus-Objekt für dich. Leck mich die Arsch noch. Oh Leute, ich hab mich gestunt.
Gas ab. No. Hey, holt. So, wir gönnen uns den ganzen Shit. Der hat 50 Punkte, Alter. Let's go watching. Lass den Pikmin schön bei mir stehen. Egal, Hund. Du es. Ja. Okay. Er verliert aber gar nicht so viel. Fiesbombe ist Schmutz. Oh. Wow. Scheiße! Komm, hol die ganzen Sachen erstmal. Der hat 147, wie kann er denn... Warum ist der denn so schnell? Was tut der denn? Warum ist der denn? Was macht? Also wie? Bitte erkläre mir, wie der das macht. Das ist so asozial. Ich weiß gar nicht. Weißt du, das ist ja eine KI. Der weiß genau, wo die Sachen spawnen und weiß, wo er hingehen muss. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehe. Aber wie schafft er das, so ultraschnell auf einmal wieder auf 167 zu kommen? Obwohl ich ihm diese scheiß Fiesbombe reingedonnert hab. So, klau dir einfach. Oh!
Mach du deinen scheiß Steinwurf, komm. Warum spawnt die denn bei mir? Ich lasse die mal da liegen, weil ich brauche die wahrscheinlich nicht. Die Äpfel. Genau. Hey! Ist mir egal, ich greif dich an. Scheiße. Meine Fresse, das war ultra schwer. Der hat 5 von diesen komischen Dingern geholt. Und dadurch ist er so krass nach oben gekommen. Alter. Ultra schwer. Weg. Im Moment muss die Rettungsmission unsere oberste Priorität sein. Retten wir diesen Kobayaner. Ach du Scheiße. Das Problem ist, ich bin ja in diese Höhle gegangen mit sehr, sehr wenig Zeit verbleibend.
wenn ich jetzt den scheiß Tag nochmal starten muss, nur für diesen scheiß Typen abzutragen, gehe ich einfach. Bullsinn. Ich hab lieber, wenn Otchin den holt. So, Otchin bringt den weg. Otchin schafft das nämlich. Auf die letzten Sekunden geschafft, ey. Boah. Wenn jetzt hier noch irgendwo ein Schatz ist, ne, dann raste ich aus. Ich hoffe, dass... Schatzjäger Yorke. Dieser Kommunikationstechniker reist zusammen mit Dobo und ist ein Enkel des berühmten Wissenschaftlers Dr. Drake. LOL! Nee! Das ist doch der... Also Drake ist das Raumschiff aus Pikmin 3. Das heißt, der ist der Enkel des Herstellers von dem Raumschiff aus Pikmin 3. Boah, Alter, was für eine Herleitung. Hallo. Er ist ohnmächtig. Am besten ruht er sich erstmal aus. Wenn er aufgewacht ist, haben wir genug Zeit, ihm Fragen zu stellen. Aber es war noch nicht, Nellis. 100%, ja. Wir haben es geschafft. Mit super wenig Zeit verbleibend. Boah. Heilige Scheiße. Boah, das war echt schwer. Das war echt schwer, weil du so viel beachten musst einfach. Und ey, dass der sich da diese fünf komischen Dinger da, diese orangen Dinger geholt hat, so viel Points dadurch gesnaggelt hat. Aber siehst du, diese scheiß Bombe, ne? Komplett drauf scheißen einfach. Ich hab's zweimal damit gemacht und zweimal verkackt. Weißt du, das ist halt komplett sinnlos, dieses Ding. Okay, zum Glück geht's dir gut. So, Honey. Dob, du bist in Sicherheit. Denle. Stimmt, Nelly dagegen. Ich weiß ja, dass du gerade erst aufgewacht bist, aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie steckt? Nee, super. Nee, tut mir leid. Ich hab sie schon früh aus den Augen verloren. Ach, schnell bin ich zu Fuß halt nicht. Dann warst du wirklich der Letzte, der Nelly gesehen hat, Dob. Los, hey. Fällt dir noch irgendwas ein? Vielleicht in welche Richtung der Hund mit dir gelaufen ist? So, ne Menü. Da muss ich mal scharf nachdenken. Oh, jetzt fällt mir was ein. Der Hund ist tiefer in den Wald gelaufen. Viel weiter als bis zu der Stelle, wo ich gelegen habe. Aha, ich befürchte, unser Radar deckt diesen Bereich nicht ab. Das Radarsignal der Shepard wurde schon bis an die Grenzen des Möglichen verstärkt. Bin ich optimistisch, dass wir die Reichweite noch vergrößern können. Dürfte ich mal vielleicht einen Blick drauf werfen? Ich kenne mich ziemlich gut mit Maschinen aus. Ja, okay, mach. Gucci. Das hier und dann da, umstöpseln, yo, dann hier noch ein bisschen. Fertig, wir können loslegen. Oh! Danke, dass ich zusehen durfte, das war tolle Arbeit. Fügen wir jetzt das Glycerin hinzu und warten wir ab, was passiert. Schiffsupgrade. Da weiter verbessert. Cool. Bonjalong. Gut, ich werde also alle Einschränkungen aufheben, dass wir da neu starten. So könnte es funktionieren. Mal sehen. Ja, das hat geklappt. Ich kann kaum glauben, wie viele SOS-Signale wir aus diesem unerforschten Gebiet empfangen. Passen nur ein paar. Komm, es scheint genauso fortschrittlich zu sein wie mein Labor. Ich werde Kuppa ja nie wieder unterschätzen. Okay, hast du das getan etwa? Eins dieser Signale könnte von Nelly stammen. Sie zu retten hat oberste Priorität. So. Horatio, zwei Laublinge, ein Schatzjäger, vier Motivationen. Nice.
Aber das bedeutet ja, dass wir Otschin auf Level Maximum bringen können, oder? Skulptur des Freiheitsvogels. Was? Was? Das war auf jeden Fall geil. Telekinese-Detektor, ja, auf jeden Fall. Ach so, ja. Ich verstehe, warum. Ah, ja, nice. Gebiet komplett erforscht. Wir haben genau 1600 Pikmin, nice. Tani! Gut, und morgen erkunden wir dann ein neues Gebiet. Ja. Sollte so sein, eigentlich. Bin mal gespannt, was gleich passiert mit der Heilung. Flum, flum, blablabla, blablabla, blablabla. So, danke nochmal für die Rettung. Wenn ich gewesen wäre, hätten wir es wohl nicht geschafft. Okay, da fällt mir noch was ein. Wir sahen, dass du von der Zwiebel absorbiert wurdest, aber du wirkst ganz normal. Ja, super. Hat sich irgendwas an dir verändert, was wir vielleicht übersehen haben? Du wirkst völlig unbelaubt. Ja, soweit ich weiß, sind mir niemals Blätter gewachsen. Wie seltsam, woran das nur liegen mag, dass du nicht ebenfalls in einen Laubling verwandelt wurdest. Ach, das ist nur ein ganz gewöhnlicher Raumanzug. Ich habe ihn im Raumfahrtshop Kamito gekauft. Mir kommt eine Idee. Vielleicht bist du unbelaubt geblieben, weil du so viel Leuchtsaft getrunken hast. Wenn Spanels Theorie stimmt, könnte es sein, dass Nelly sich auch nicht in einen Laubling verwandelt hat. Ihr werdet sie aber trotzdem retten, oder? Bitte, ihr müsst Nelly helfen. Sie brauchen eure Hilfe. Bitte beruhige dich. Selbstverständlich versuchen wir sie zu retten. Das ist schließlich unsere Aufgabe. Nelly wartet tief im Wald auf unsere Hilfe. Beeilen wir uns, sie zu finden. Wir dürfen Otschin und Nelly nicht im Stich lassen. Rippe! Ja. 212 haben wir. Hey, was bist du? Ach so, 5 Gebiete erforscht. Oho, du hast alles im Griff, ja? Oh, tja, bist wohl nicht ganz fertig. Also mach die Arbeit zu Ende. 6 Gebiete, ja. Okay, er hat nichts für mich. Er hat auch nichts für mich. Die haben alle nichts für mich. Die haben alle nichts für mich. Die haben auch alle nichts für mich. Die haben nichts für mich. Die haben... Ah, der hat was für mich. Oh, Blumen, bla, bli, blu, Blumen. Ja, ja, lass mir blühen, ja, leck mich. Oh, wir können die nicht heilen. Ah, wir können die nicht heilen, weil wir keinen Saft mehr haben. Ich bin Jörg, ein Schatzjäger. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay, gerne. Oh, du bist es. Ich kann bestätigen, dass die Zwiebeln tatsächlich miteinander verschmolzen sind. Das war dann aber. 5 Zwiebeln ist das Maximum, oder? 6? Doch noch eine? Ja, aber welche? Die rosanen? Wahrscheinlich, ne? Naja, die rosanen. Die rosanen kriegen auch noch ihre eigene. Alles klar. Papi? Du bist derjenige, der mich gerettet hat, ja? Ich sollte dir irgendwie danken. Ja, ich werde dir ein Geschenk machen. Und zwar ein herzliches Dankeschön. Inupu! Darüber freust du dich ja wohl jeder, oder? Mekimosa! Lachchen! Ich werde mir so auf die Nerven gehen und die ganze Zeit einfach pfeifen. Aber ich will euch nicht auf die Nerven nehmen. So, Training. Boah, ja. Pflücken Stufe 3. Gibt's da noch ein Upgrade für den, ne? Heilen kostet 3? Ernsthaft? Okay. Heilen kostet 3. Fand ich bisher komplett irrelevant. Ne?
Fand ich bisher sowas von irrelevant. Ich liebe es, wie die Wissenschaft das unmöglich möglich macht. Aha, aber legen wir mal los, ne? So, können wir das noch? Dann haben wir alles gebaut. So, Bam, Junge. Wie lange hält das eigentlich an? Schon crazy, wie lange das anhält. Sensor-Pompe wäre eigentlich auch geil. Flomp. Also eigentlich können wir hier gönnen, ne? Also so ein paar Eisbomben. Keine Komponenten. Ach so, wir haben, gib mir noch einen Tag. Ach so. Und die Sensorbombe auch irgendwie geil. Dieser Verfolger ist eigentlich auch witzig. Knusperkrochen interessiert mich nicht. Davon können wir noch ein paar machen. Werde ich aber wahrscheinlich nie brauchen. Steinbomben haben wir genug, ne? So, reicht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, Moment. Ich hatte befürchtet, der Erfindung neuer Hilfsmittel bewundert zu werden. Doch deine Forschungsarbeit inspiriert mich. Und darauf kannst du ruhig stolz sein. Denn in der Regel bin ich nur von meiner eigenen Forschungsarbeit so angetan. Erhalte alle Hilfsmittel. Ach so. Kriegen wir was? Wenn so ein Geschlecht kann, mir eine brillante Idee. Ich setze sie sofort um, wenn du etwas Rohmaterial für mich sammelst. Ja? Die Pflückpfeife. Oh. Und ich habe gerade Items ausgegeben für diesen Scheiß. Okay, ich mache es so. Wir werden einfach die Zeit zurückdrehen, wenn das hier geht. Geht nicht. Scheiße. Ja, dann werden wir noch neue Stuff sammeln. Natürlich kommen am Ende noch ein Dings. Egal, in der nächsten Folge machen wir die 2-Nacht-Expedition, damit wir, oder 3-Nacht-Expedition, je nachdem wie die Zeit ist. Ja, damit wir die 2 Leute da heilen können. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.